Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tomb Raider 4 The Last Revelation. Und ja, ich hatte lange nichts von mir hören lassen, was so ein bisschen daran lag, wie soll ich sagen, vielleicht kennt ihr das Programm VHS to DVD 2.0. Und ich muss sagen, es ist grottig, was die Möglichkeit angeht, das Video dazu darzustellen. Während des Aufnimmt jedenfalls. Und ja, wie soll ich sagen, also ich habe so einen 22 Zoll Monitor und auf diesem ist das Bild so riesig, also man kann sagen, es hat so eine Bildschirmdiagonale von etwa 6 bis 7 Zentimetern, also darauf was zu erkennen ist etwas kompliziert, um es mal simpel auszudrücken. Und jetzt habe ich das, ja, also ich spiele das ja über die PlayStation und nehme es mit dem PC auf. Was wollte ich dazu sagen? Achso, ja, genau. Und jetzt habe ich eine Konstellation gefunden mit einer, wie soll ich sagen, eigentlich schon antiken Glotze. und damit klappt es dann endlich, dass ich da das Bild größer sehen kann, so dass ich wie ihr die Möglichkeit habe, ist eben auch Vollbild zu sehen und dann beispielsweise auch endlich besser zu zielen und hast du nicht gesehen. Außerdem hatte ich heute auch schon eine Testaufnahme machen müssen. Beziehungsweise was heißt machen müssen? Ich wollte es machen, um zu gucken, wie es mit der Videoqualität so läuft. Und das war gut, dass ich es gemacht habe, weil, wie soll ich sagen, mit der ersten Zusammenstellung, wo ich da eben den Multi-AV an den PC gehangen habe, war das nicht so prickelnd, da waren dann Streifen drauf und also diese hell-dunkel Streifen, die immer von unten nach oben ziehen, und das ist jetzt, wo ich das über das Kinch AV laufen lasse, zum, also von der PlayStation zum Computer, nicht mehr so. Kurze Rede, langer Sinn, ja, umgekehrt. Fangen wir erstmal an, würde ich sagen. Und zwar da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wäre sonst ein bisschen blödsinnig. Keine Sorge, ich habe hier eine Zeit zu laufen. Ihr könnt es gerne überspringen, wenn ihr wollt. Ich würde da eine entsprechende Schaltfläche machen. Und ich mache die Aufnahme entsprechend länger als eine Viertelstunde. Ja, die Hell-Dunkel-Streifen, die habe ich jetzt halt auf meinem Fernseher, aber das stört mich nicht so, als wenn die in der Aufnahme übermäßig zu sehen wären. Und glaubt mir, bei der Testaufnahme, das war echt eklig. Und sowas würde man sich nicht unbedingt eine Viertelstunde lang antun wollen. Und ja, schauen wir einfach mal, wie es da so weitergeht. Ich ich habe zwar so ein Lösungsbuch, habe aber da im Moment nicht reingeschaut. Kann also durchaus sehen, dass ich da ein oder zwei Secrets übersehe. Was aber nicht so tragisch ist, weil ich denke, da kommt sowieso noch einiges. Ich glaube, ja. Genau. Wir werden jetzt mal schauen. Ah! Ne, das war dumm. Ja. Ach, man kann nicht schauen hier. Na egal. Jedenfalls war da die Stelle mit diesem komischen stierköpfigen Hammervieh, keine Ahnung. Okay, scheinbar lädt er jetzt gerade. Tja, das hätte ich ja dann schon noch machen können, ne? Also, na egal. So, die Gesundheit ist wieder aufgefrischt und ich lande gleich ein paar Meter tiefer. Ach, da war die Sehentaste. Okay. Was in Allahs Namen ist hier passiert? Wo sind meine Leute? Ein paar von ihnen habe ich gesehen. Sie haben offenbar alle Ausgänge geschlossen. Ja, das ist gut. Sie müssen uns helfen, die Stadt zu befreien.
Ich? Ich versuche nur, den Weg zur Zitadelle zu finden. Ha, das würde ich nicht empfehlen. Genau dort finden die Hauptaktivitäten statt. Aktivitäten? Wir begegneten ihm, als der Himmel dunkel wurde. Ein Wesen aus unserer alten Vergangenheit. Es fuhr durch meine Leute durch wie ein Feuersturm. Mir gelang es noch, unseren Munitionswagen zu platzieren, um das Ungeheuer von hinten in die Luft zu sprengen. Aber mit frischen Kräften trieb es uns zurück, als ob es unsere Pläne geahnt hätte. Ob Ungeheuer oder nicht, Sarge, ich muss in dieses Gebäude hinein. Sie haben Mut. Na schön. Als wir uns zurückzogen, haben wir einige Straßen vermint, um Vergiftungen zu verhindern. Zwei meiner Männer sind immer noch in diesem Gebiet, in der Nähe des Nordfriedhofs. Einer von ihnen kennt die Frequenz für den Minensucher, der andere besitzt die zweite Hälfte des Codes für die Sprengladung. Und wenn ich sie finde? Sagen Sie ihnen, Sergeant Aziza hätte sie geschickt. Ich habe ihr Motorrad gehört. Wenn Sie die Codes haben, setzen Sie mich auf die Maschine und bringen Sie mich zum Munitionswagen. Ich kann die Sicherungen ausschalten. Aber beeilen Sie sich, Mädchen. Ich werde bald sterben. Tja, jetzt wissen wir wenigstens, wozu das Motorrad den Beiwagen hat. Ja. Da könnte man nicht rauf, vermutlich. Auch wenn es... Eieiei, da habe ich ja fast was übersehen. Wie war denn das jetzt? Ach, das soll zurückgehen. Ja, ich habe das Spiel schon ewig nicht gespielt, von daher, ja. Ist etwas schwierig. So, was haben wir hier? Einfach nur... eine etwas erhöhte Plattform über dem Nebel. Na gut. Okay, da wird gleich das Vieh dahinter sein. Danke. Vom Kragen hat das so eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Dilophosaurus. Granatwerfer. Wupsa! Ah ja, danke fürs Licht. Da habe ich aber übersehen. Jetzt bloß wüsste. Okay, ich mach mal Unterbrechung und dann schaue ich mal. Gut, ich hoffe mal, ich hab's jetzt und das werde ich ja gleich mal sehen. Wow! Nicht! Oh, ey, du blöde Kuh! Ehrlich mal jetzt! Ich glaub's ja nicht, oder? Und ich hab nicht gespeichert, ich Idiot. Na gut, dann nochmal neu. Muss ich da entsprechend unterbrechen. Ey, leck mich am Arsch. Echt, ey. Bin ich wieder, nachdem ich da eine kurze Unterbrechung reingehauen habe. Ja, jetzt kannst du von mir das Fleisch brennen, wie du willst. Ja! Yeah. Nee, die. Nicht die Pumpe, die wollen die anderen.
Ups. Ah. Scheiße. Na gut. Also was ich da gelesen habe, wie soll ich sagen? Warte mal, wie weit ist denn das? Ah, da lohnt sich ja fast schon große. Was? Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch wohl nicht feierlich hier! Ihr habt doch wohl Scheiße im Hirn! Wie oft öffnet sich das Scheißding noch? Jetzt bloß mal wissen, wo ich hier weiterkomme. Okay, nehmen wir noch ein Medipack. Wir haben ja genug davon. Ey, es ist doch scheiße sowas. Leute, wollt ihr mich verarschen? Moment mal. Ihr habt hier nicht so ein Yang rechts. Moment, ich muss mal kurz nochmal eine Unterbrechung machen. Ach ja. Ja. Oh! Boah, sie ist hier gewesen. Komm her, du Missgeburt. Das war Krokodil Nummer 1, hier sollen aber angeblich 2 sein. Okay, das zweite ist auch drauf gegangen. So. Na gut, dann wollen wir mal gucken, was wir hier drin so finden werden. Nee, Quatsch. Das wollte ich ja nicht. Wir waren das jetzt hier. Fackeln, fackeln, fackeln. Ich glaube, da gab es auch irgendwie einen Schnellzugriff dafür. Okay, eine Fackel. Ach hier. Also dieses hell dunkel flackern, das ist jetzt aber original. Das liegt an der Fackel. Und egal, das ist ein. Na, nun dann schon auf hier. Gibt's ja nicht, ey. Haben wir da noch irgendwas? Scheinbar nicht. Na gut, raus hier. Das finde ich bei Tomb Raider viel gut. Hier gibt es Secrets, ich denke mal, es gab ein Secret, wo man auch was mit anfangen kann. So. Aha, okay. Dann geht's erstmal abwärts. Ich habe eigentlich die Aktionstaste gedrückt, die hätte sich eigentlich an der Kante festhalten müssen. Hm. Na gut, ist egal. Also wie wir da gerade gesehen haben, gibt's hier
keine Grafikfehler, sondern die Särge verdecken oder Sarkophage, wie auch immer, einen Zugang. Und laut meinem Lösungsbuch muss ich diesen hier machen. So. Und dann muss hier irgendwo noch nicht ran. Wollt ihr mich irgendwie verarschen? Ja, das ist Schalter Nummer 4, aber wie komme ich daran? Die kommt ja nicht mal ansatzweise zu hoch. Also. Ihr wollt mich nicht zufällig verkohlen hier, oder? Ups. Die kommt da nicht hoch. Ach hier. Oh. Ja. Kommst du mal langsam der Kante näher? Endlich, hier doch. Hoch jetzt da. Bevor ich mich ganz vergesse. So, beide Särge sind verschoben. Aber wir wollen da nicht darin, sondern darin. Erst einmal, laut Lösungsbuch, kann das nicht schaden. So. Ah ja, okay. Dann verbinden wir das mal. Aha, okay. Im Prinzip schnall ich irgendwie nicht. Warum ich erst das andere verwenden sollte? Weil es hier so scheiße dunkel immer zwischendurch ist. Und das ist der Zoom. Irgendwie war hier was. So. Schalter Nummer 5. Ah. Die Heuschrecken waren das, die gemeint waren. Ja, na sicher. Wie viele Heuschrecken kommen da noch? Wow. Leute, ihr nervt, echt! Ganz ehrlich, ey, wie viele Heuschrecken kommen da eigentlich? Ihr habt doch einen Dachschaden! Mal
hört doch gerne Dinge an. Wahrscheinlich wurde ich da ein bisschen von der Sequenz gerettet. Aber kann nicht sein, oder? Kann echt nicht wahr sein. Ja, sicher! Haben wir denn jetzt? So, ich glaube, wenn ich da zu der anderen Plattform gesprungen bin, dann werde ich die Folge beenden. Meine Fresse. So, ich werde mal hier speichern, weil das wird ein recht interessantes Ding jetzt gleich werden. So, Tor zur Zitadelle heißt das Ding, also, aha. Na gut, ja, haben wir denn jetzt? Speichern, okay, ja, ja. So, Anlauf und rüber da. So, bisschen runter. Runter. Geht doch. So. Wir müssten jetzt. Ja, deswegen halt gespeichert. Ich werde mal warten, bis sie aufhört mit dem Seil zu schwingen. No, da sind zwei Glocken, eine links, eine rechts. Zu der rechten müssen wir laut meinem Bildungsbuch. Na, ich hoffe mal, so klappt das. Bloß nicht die Springtaste drücken, noch jedenfalls nicht. Okay, gleich nochmal abspeichern. Weil der Sprung, der ist immer so ein bisschen tricky. Ja, überschreiben. Den Fehler mache ich nicht nochmal, dass ich zu selten speichere hier. Jedenfalls nicht in dieser Folge. So. Und da wollen wir jetzt rein. So. Ja, genau. Hier ist ein Secret. Im Prinzip, wenn ich das Lösungsbuch nicht hätte, würde ich das glatt hier blind spielen. Ja? Also von daher. Da ich aber schon ein wenig Wert auf die Secrets lege, ich hoffe mal, ich habe bisher alle einkassiert. Achso. Ja, wie soll ich sagen, schaue ich da eben auch ab und zu, hin und wieder und wie auch immer, ins Lösungsbuch, um rauszufinden, wo noch welche von diesen, okay, keine Leiter, ist nur Dekoration. So. Ach nee, geht ja hier hoch. Okay, na dann. Und ich komme jetzt nicht wieder irgendwelche Heuschrecken. Das wäre dann nämlich ärgerlich. Doch, da kommen wieder welche. Da sind sie auch schon. Ja, verpisst ihr euch mal. Dankeschön. So. Wie gesagt, nach diesem Sprung darüber mache ich erstmal Feier mit dieser Folge und dann sehen wir weiter. Nur rutsch schon mal runter, Mädchen, echt jetzt. Eins und zwei und drei und hops, genau, so. Nachdem wir das jetzt hier gepackt haben, endlich, würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, so ein bisschen jedenfalls, dann wäre es cool, wenn ihr mir ein Like gebt. Ansonsten, ja, schauen wir mal,
Wenn ihr wollt, bis zur nächsten Folge und ich verspreche, die wird schneller folgen. Oder wie heißt es so schön? Ich schwöre. naja, dürfte auch kein großes Problem sein. Das einzige Problem ist, ich habe jetzt ab kommender Woche einen neuen Job und der ist ein bisschen zeitaufwendiger, sage ich jetzt mal, als das, was ich vorher gemacht habe. Aber das sollte mich trotzdem nicht daran hindern, zumindest pro Woche eine Folge hochzuladen. Aber ich muss dann halt erstmal schauen, wie es alles wird. Und ja, wie gesagt, wenn ihr wollt, bis zur nächsten Folge. Wenn ihr möchtet, lasst mir ein Abo da, also sprich abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr die Folge so super fandet, dann, also um ein Like zu geben, dann gerne. Also immer kräftig Daumen hoch. ja, das soll es erstmal gewesen sein, bevor ich mich hier noch völlig verquatsche. Und ja, wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Ich speichere noch schnell ab und dann haben wir es eigentlich.